Hoffen wir einfach mal, dass Skelette, Todesmagie und ich bin, also dunkle Magie und ich Metallmagie. Drohnenkrieger zu mir! Sollten sie aber eigentlich. Schließ die Reihen! Vorsicht, Gegner! Die Rune ruft! Für die Rune! Wir werden angegriffen! Stehe verstanden! Schlagt sie zurück! Hier, sofort! Für die Rune! Na los! Ja, kämpft, Männer! Okay. Ja, wir haben es doch mal wieder mit Untoten zu tun. Ist ja. Auf mein Kommandos. Ich will es jetzt nicht schlecht reden, aber in vielen Rollenspielen habe ich schon gemerkt. Oh, wir haben keine Ahnung, was für neue Gegnertypen wir einbauen sollten. Nehmt Untote. Hier, sofort. Untote sind so irgendwie das Allheilmittel bei Rollenspielen. So wie in JRPGs Laser. Wir brauchen noch einen neuen Kampftyp für Angriff für den Boss. Schnell! Nehmt Laser. Aber wir haben doch schon so viele Laser. Nehmt trotzdem Laser. Und los! Ah. Folgt mir! Ein Lager. Und da ist das Zwergenmonument. Was wir besetzen sollten, wenn wir hier geredet haben. Sie kehren zurück. Alles fängt wieder von vorne an. Was habt ihr, Zwerg? Wir sind Wächter über die Gräber im Wintertal. Lange behüteten wir den Schlaf der Gefallenen. Doch vor einigen Tagen erbebte der Boden. Das Eis brach auf. Und aus den Spalten kehren nun die Geister zurück ans Licht. Das Wintertal ist voller Gespenster. Sie kämpfen noch einmal ihre letzte Schlacht. Haltet euch fern von diesem Ort. Mein Weg führt weiter, nach Fastholme. Dann müsst ihr das Tal mit seinen Schrecken durchqueren. Nehmt euch in Acht. Dort unten am Wegesrand kämpfen die einstigen Anführer der Heere miteinander. Wir werden hier ausharren, bis die Verwundeten wieder stark genug sind, um weiterzureisen. Und hoffen, dass sich bald wieder der Friede über das Land legt. Viel Glück, Freund. Warum habt ihr Verwundete? Seit den Tagen dieser unseligen Schlacht wachen wir gemeinsam mit den Elfen aus Tirganach über den Schlaf unserer Toten. Diese Stätte war ein Mahnmal gegen den Streit unter den Völkern des Lichts. Bis dieses Beben es in einen Ort des Grauens verwandelte. Die Elfen waren genauso überrascht wie wir, als die Geister plötzlich von allen Seiten über uns herfielen. Viele starben. Nun haben wir nicht mehr genug Heilmittel und unsere Leute sind zu schwach, um weiterzuziehen. Ja, was ich gerade sagen wollte, Zwerge können wirklich sehr höflich sein manchmal. Also, im Gegensatz zu den Elfen, die uns am liebsten gleich erschlagen hätten, dieser Zwerg uns einfach freut, obwohl wir ihm zum ersten Mal begegnet sind. Oder er ist einfach nur müde vor den vielen Geistern. Gut, was war das für ein Beben? Was war das für ein Erdbeben? Es war, als ob die Berge selbst auseinanderbrechen würden. Dann erklang ein Schrei über dem Land und er ging jedem durch Mark und Bein. Arin ist erwacht. Nidhalf, schütze uns. Dann war es der Ruf des Drachen, den wir hörten. Und seine Wut ist es, die das ganze Land in Aufruhr bringt. Ja, das hätten wir uns gleich denken können, dass es Arins Erwachen war, was hier das Erdbeben ausgelöst hat. Was für eine Schlacht hat hier stattgefunden? Was für eine Schlacht hat hier stattgefunden? Es war die letzte Schlacht der Elfen gegen uns Zwerge. Ein sinnloser Streit um Land und alte Schulden.
Hier im Wintertal trafen die Heere aufeinander. Äxte und Pfeile taten ihr Werk. Und der Tod hielt reichlich Ernte. Tagelang kämpften sie, Licht gegen Licht, bis die Ziele der Schlacht längst vergessen waren und nur noch der blanke Hass sie gegeneinander trieb. Als Garwin und Rohgras, die Heerführer, fielen, endete schließlich dieser unselige Krieg. Seit jeher mahnt uns dieser Ort, dass auch die Kinder des Lichts nicht gefeit sind gegen die Dunkelheit ihrer Seelen. Seitdem schicken Elfen und Zwerge, Krieger und Priester an diesen Ort, um gemeinsam zu beten und über die Ruhe der Toten zu wachen. Ja, hat aber wirklich ganz geklappt. Ja, kein neuer Quest-Eintrag, weil das ist die Main-Quest immer noch. So, aber hier ist noch jede Menge Untote auf den Wellen. Das ist auch nicht so ganz toll. Ja, da oben ist Mondsilber, was wir uns holen sollten. Verwundete Elfe, verwundeter Zwerg. Paar Magier, paar Krieger. Ja, kleiner Haufen Überlebender. Sagt an, Fremdling. Steigt ihr hinab ins Wintertal? Ich habe zwei Verletzte hier mit starkem Wundbrand. Unheilige Kraft hat diese Wunden geschlagen. Zauber können sie nicht schließen. Aber es gibt noch ein wenig geweihte Wundmedizin in unserem Lager im Tal. Sie kann die Wunden vielleicht schließen und den Brand heilen. Sucht in unserem Lager nach der Kiste mit der Medizin und bringt sie mir. Hier, ich gebe euch den Schlüssel. Ja, eine Nebenquest. Preis des Lebens. Devos, ein Heiler der Zwerge, versucht im Wintertal sein Möglichstes, um den vielen Verletzten zu helfen. Aber seine Heilmittel gehen zur Neige und bald wird er eine Entscheidung treffen müssen. Holt Devos die Medizin aus seiner Kiste im Wintertal. In dem alten Lager der Zwerge hat Devos noch etwas Medizin in einer Kiste. Er wagt sich nicht dorthin. Wir müssen ihm die Medizin bringen. Ja, dafür haben wir den Schlüssel. Wir haben auch immer noch den Schlüsselbund des Kita-Generals, der uns auf nichts mehr schenkt eigentlich. Sofort. Gut. Das heißt, wir gucken erstmal uns hier unten um. Hier, mir nach. Für die Rune. Feindlicher Angriff. Haltet durch, Männer. Oh Gott, Knochenmörder. Den sollten wir wirklich als erstes ausschalten. Schlag sie zurück. Schließt die Reihen! Okay. Nicht so gut. Haltet durch, Männer! Hier, sucht's nur! Vorsicht, Gegner! Fahrt nicht doch! Auf meinen Befehl. Okay, das ist doch fast zu viel. Sofort. Warte. Auf mein mir Kommando. Nach. Oh Mann. Und los. Mann. Mir nach. Wie weit wollt ihr mich verfolgen? Viel zu weit, wie mir scheint. Schnell. Oh. Für die Rune. Vorsicht, Gegner. Ja, kämpft, Männer. Runenkrieger zu mir. Das ist ein Hinterhalt auf mein Kommando. Vorsicht, Gegner! Auf mein Kommando. Runenkrieger zu mir! Auf mein Kommando. Für die Freiheit, Männer! Feindlicher Angriff! Gut. Nicht gut.
Sofort. Wie viel haben wir verloren? Oh Gott, gut, nicht viel, wie mir scheint. Dafür haben die jetzt jede Menge verloren. Was wünscht die Rune? Zur Ehre Aonirs! Nee. Sie sind überall! Vorwärts! Also ja, so war das überhaupt nicht geplant. Erstens wollte ich jetzt nicht hier die Zwerge und Elfen opfern. Zu Befehl. Und für die Rune! Was auf dem Weg? Die Rune? Trollschläger. Alles klar. Die Rune ruft. Befehl. Verstanden. Schicken Sie zum Seelenfluss. Und ja, das hier scheint das Lager der Elfen zu sein. Schnell. Nicht das Lager der Wächter zu sein. Mal gucken, da führt ein Weg runter. Weil ich sehe hier noch kein Eisen, muss ich sagen. Nur cool aussehende Eiswände. Auf meinen Befehl. Schnell! Oh, Zwerg und Elfen. Und los! Zeug. Gut, gucken wir uns das erstmal an. Ältester? Und ein großes Haupthaus. Ah. Sind wir mit den Zwergen eigentlich schon gerüstet? Steinbruch, Steinmetz. Ja. Ja. Und Elfen können wir jetzt auch. Haben wir nämlich hier die Hüterin, die Wanderin. Hier, sofort. Schnell. Wie gesagt, ich glaube, da lang geht's weiter. Oh. Graulingheiler und Mosaikwächter, die sind mir ein bisschen Winterfaust. Hier, sofort. Schnell. Mir nach. Also ja, die Winterfaust, die patrouilliert da rum. Okay, hier geht's runter ins Tal. Auf mein Zeichen. Schnell. Und los. Ach. Also ja, wir haben hier mal wieder ein Mosaik. Wer es noch aus Order of Dawn kennt. Folgt mir. Auf meinen Befehl. Okay. Vorwärts. Dann lassen wir mal die Luzi beginnen. Ja, das wird jetzt hier die Spawner aktivieren. Welches Level haben die jetzt, meine Truppen?
8. Okay, 8 kann ich gut arbeiten. Ich höre, eine meiner leichtesten Übungen. Ja, da kommt gleich ein ganzer Trupp an Gegnern auf uns zu. Ja. Kämpft, Männer! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Ihr wird gemacht.